Herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Dieses Video ist ein sehr spontanes Video, also dass ich das machen möchte, ist schon ewig geplant, aber dass ich das mitfilme, war jetzt irgendwie gerade so eine Idee und ich dachte, ich nehme mich einfach mit. Und zwar möchte ich mir ein Kleid nähen, aber so richtig fancy. Und für mich ist es, um meine Turniere zu tanzen. Ich mache ja Lateintanz und da tanzt man dann Turniere und da gibt es dann so Kleider, die man da anzieht und es gibt eine Kleiderordnung und so weiter. Und die sind sehr teuer und sehr geil. Aber weil sie so teuer sind, dachte ich, mache ich meins selber. Also ich habe so ein Body und daraus möchte ich mir das Kleid machen, weil ich diesen Body so geil finde. Und ich werde mir einfach ein paar Sachen zusammensuchen und ein bisschen improvisieren. Und auf jeden Fall seht ihr hier ein paar Sachen, die ich gemacht habe. Und ich dachte, ich schneide euch einfach im ganzen Prozess mit rein und ich hoffe, es gefällt euch. Also das ist erstmal der Body, den ich gekauft habe und aus dem ich das Kleid machen möchte. Bisschen blöd finde ich, dass es an der Taille nicht so eng anliegend ist, sondern so ein bisschen absteht und da werde ich mir auf jeden Fall noch irgendwas überlegen, wie ich das hinkriege. Entweder ich mache mir so einen hautfarbenen BH-Träger hinten rein. Ihr wisst schon, halt so einen ganz normalen BH-Träger in Hautfarben quer drüber, den man rechts und links quasi einhaken kann, der das Ganze dann strafft. Zweite Option wäre, hautfarbenen Stoff zu besorgen und den quasi von unten, wo der Body losgeht, bis zur Taille festzunähen. So, und den Rock werde ich auch nicht selber nähen, weil ich das einfach nicht so gut kann. Ich werde einfach einen Trainingsrock bestellen und dran nähen. Und den ganzen Schmarrn dann bestrassen. Was mich aber stört, ist, dass diese Schlitze so rund sind. Wisst ihr, dass es nicht so ein gerader Schlitz ist? Wisst ihr, so, nur so? Sondern es geht so sehr weit auf. Und das finde ich, da wirken meine Oberschenkel noch dicker. Deswegen werde ich, glaube ich, fast entweder hier so eine Schnur einnähen, die es hier ein bisschen zusammenhält, aber nicht ganz zumacht. Oder ich werde es ein bisschen schließen und hoffen, dass es dann so bleibt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann, weil der Rock dann enger ist, hochrutscht und sich hier so rafft. Wisst ihr, was ich meine? Außerdem stört mich ein bisschen, dass hinten das Rückenfreie, da kann man halt ungefähr keinen BH dazu anziehen. Deswegen muss ich eigentlich einen Klebe-BH dazu tragen. Aber wenn man eben Sport macht und schwitzt, was ich ja machen werde auf dem Turnier, dann hält das nicht so gut. Deswegen habe ich mir einfach einen trägerlosen BH gesucht, den ich vorne reinnähen werde. Also ich werde quasi hier das abschneiden von dem BH und nur die Körbchen quasi reinnähen. Okay Leute, ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumprobiert und jetzt doch nicht einen trägerlosen BH reingenäht, sondern nur so zwei Pads. Ich zeige es euch gleich nochmal von innen. Und die werde ich auch nur hier festmachen und nicht hier unten auch, weil ich glaube, dass sonst ganz komisch aussieht, wenn es so einmal kreisrund dran genäht ist. Ich werde es nur hier festmachen und das hält ja dann dort. Und ich finde, das sieht so eigentlich ganz natürlich aus, oder? Auf jeden Fall, das andere sah irgendwie ein bisschen weird aus. Ich habe so einen transparenten, hautfarbenen Stoff gekauft. Und werde den da einnähen, dass es die Taille strafft. Dann werde ich jetzt nur so einen Streifen machen, den an einer Seite festmachen und auf der anderen Seite, das ist übrigens übrig von dem BH, den ich zerschnitten habe, das hier und das werde ich am Dings festmachen, am Body, dass ich das Größen verstellen kann und auch aufmachen kann, um ins Kleid reinzuschlüpfen. Das ist das Kleid bisher. Das werden die Schuhe dazu sein. Ich hoffe, man sieht's. Das hier wird das hier, das ist so locker, und das wird das hier straffen. Ich bin gerade beim Nähen und habe erst hier diese Naht gerade gemacht und habe es jetzt nochmal aufgetrennt. Und ich hoffe, man sieht es in einem Zickzackmuster gemacht, damit das quasi stretchy ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man das so ein bisschen auseinanderziehen kann, dass ich da noch reinkomme, weil die andere Naht ist so schnell wieder aufgegangen, allein dadurch, dass ich es angezogen habe. Deswegen habe ich jetzt hier so ein Zickzackmuster, dass es sich dehnen kann. Macht das Sinn? So, und weil hier die Ärmel zu lang sind, werde ich da jetzt so an der Seite hier so Löcher reinschneiden, wie ich es hier schon gemacht habe, dass das dann mein Ärmel wird. Okay, also die Seite ist nicht so schön geworden, aber es kommen ja noch Strasssteine drauf, deswegen passt schon und die ist ein bisschen besser. So, dann habe ich noch so Bänder gekauft.
dass ich hier den Schlitz von dem Rock ein bisschen zumache, dass der nicht zu weit aufgeht. Ich habe ihn ja schon ein bisschen zugenäht. Genau, habe es abgesteckt und festgenäht. Und jetzt mache ich die Fäden noch weg. Nicht, wie gut man das sieht, aber hier an der Stelle sind noch zwei Nadeln drin und die müssten auch jedes Mal am Turnier rein. Da werde ich halt dann Sicherheitsnadeln nehmen. Aber ich muss ja dieses BH, ich habe hier diesen BH-Clipsy eingenäht. Den sieht man übrigens ein bisschen. Hier steht der Stoff ein bisschen ab. Und wenn ich das einklipse, dann steht trotzdem das Zeugs hier nach außen weg. Und das muss man halt hier an dem hautfarbenen Ding dann befestigen. Das heißt, bei jedem Turnier müssen da zwei Sicherheitsnadeln rein, aber das ist fein. So, der Nähteil ist geschafft. Jetzt geht's ans Bestrassen. Den Teil, der sehr viel mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Okay Leute, anstatt euch immer nur zu zeigen, wie oft ich an dem Kleid arbeite, dachte ich, gebe ich euch mal ein Update. Und zwar habe ich am Mittwoch vor 2 Wochen, heute ist Dienstag übrigens, also fast genau vor 2 Wochen habe ich angefangen zu bestrassen. Nicht zu nähen, das habe ich davor gemacht. Und seitdem sitze ich jeden Tag mindestens 5 Stunden am Bestrassen. Und um das kurz zu erklären, wie das funktioniert: Ich picke mit diesem Gerät einen Stein auf, und zwar die Seite, die am Ende oben ist, die picke ich da auf. Dann wird das Ding erhitzt und da ist so eine Schicht Kleber drauf, die wird dann flüssig. Wenn das flüssig ist, kann ich das da auf mein Kleid draufsetzen. Da muss ich es festdrücken und dann muss ich warten, bis der Kleber wieder fest geworden ist, und das muss ich halt mit dem Stoff connecten. Weil wenn ich das nicht gescheit festgedrückt habe oder so, dann kann es gut sein, dass der Stein wieder runtergeht. Das ist mir jetzt auch schon öfter passiert, dass ich, keine Ahnung, ich habe das dann danach anprobiert und dann sind mir 3 Steine runtergefallen und dann muss ich erst wieder suchen, wo die Lücke ist, um das dann wieder hinzusetzen. Ja, und ich habe wenigstens das Oberteil jetzt fertig. So sieht's aus. Und jetzt bin ich gerade dabei, den Rock zu machen und habe da eben kleinere Steine bestellt. Was sich jetzt im Nachhinein sich als eine nicht so gute Idee rausgepuppt hat. Es sieht zwar geiler aus, also ich finde wirklich, es sieht geiler aus. Und bereue so ein bisschen, dass ich es nicht überall gemacht habe. Andererseits dauert das natürlich noch viel länger, weil kleine Steine auch weniger Platz wegnehmen und ich da doch viel mehr Steine setzen muss. Und die Steine aber nicht sehr viel kürzer dauern zu erhitzen und draufzusetzen. Genau, und ich habe es jetzt kurz zusammengerechnet, also ich habe insgesamt 13.000 Steine, die ich besitze, habe ca. 7.500 bisher drauf gemacht und habe dafür ungefähr 76 Stunden innerhalb von 13 Tagen gebraucht. Ja, das sind meine Semesterferien. Diesmal. Ich dachte, ich lasse euch das wissen. Ja, und ich denke, wir sehen uns, wenn ich das fertig bestrasst habe, weil viel Inhalt bietet es nicht. Es ist immer das Gleiche. Aufpicken, warten, bis es warm ist, draufsetzen. Ich bin zwar fast nicht zu sehen, aber ich habe jetzt hier
Da ist ein kleines Löchlein und das da ist der Knopf. Ich habe eine, so einen Knopf gekauft, zwei sogar. Falls mir nochmal einer verloren oder kaputt geht, weil mir ist meine kaputt gegangen. Und jetzt nähe ich den da dran. Ja, so sieht's aus. Und ich habe schwarze Sicherheitsnadeln bestellt. So, genau. Dass ich die Seite fixieren kann, weil die sonst absteht. Genau. Leute, ich bin fertig. Das ist das finale Produkt. Leute, also ich habe jetzt das hier noch nicht mit den Sicherheitsnadeln festgesteckt, was bei jedem Turnier gemacht werden muss. Deswegen steht es jetzt hier ein bisschen ab, wenn ich so stehe, aber stellt euch einfach vor, als wäre ich hier fest. Und so sieht's aus. Also das ist jetzt der Rock. Wenn man den so auseinanderfaltet, sieht man es, glaube ich, ganz gut. Hier ist so das Äußere, die äußeren Dreiecke sind strasst. Und dann in der Mitte wieder ein Streifen. Und wenn es fällt, sieht es so aus. Und hinten genauso. Ich habe jetzt 16 Tage dran gearbeitet, insgesamt 12.000 Steine verbraucht und ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden ich dran gearbeitet habe. Die Steine haben tatsächlich gereicht. Ich habe noch welche übrig, um Lücken aufzufüllen, falls wieder Steine runterfallen. Also das Kleid wiegt jetzt mit allem drum und dran ungefähr 1,2 Kilogramm. Die Materialkosten schätze ich auf ungefähr 150 bis 200 Euro, davon der Strass alleine 80 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder sogar 90. Ich werde das Kleid auf jeden Fall nochmal im Training anziehen, um zu gucken, wie es sich darin tanzen lässt, weil es ja auch so schwer ist. Und das wird aber erst nach den Osterferien stattfinden, weil da ist mein Training wieder ist. Aber deswegen kann ich es leider nicht in das Video mit reinschneiden. Hätte ich gern gemacht, aber ich möchte es gerne vorher hochladen. Wer es aber trotzdem sehen möchte, wie es aussieht, wenn ich da drin tanze, dann folgt mir gerne auf Instagram. Dort werde ich auf jeden Fall meine Story teilen. Und ja, ich verlinke es euch auf jeden Fall unten in der Infobox oder irgendwo hier. Genau. Wer möchte, drückt gerne auf den Abo-Button oder lässt einen Kommentar da. Ihr könnt mich auch gerne alles fragen, weil ich ja nicht jeden einzelnen Schritt mitgefilmt habe. Und dann wünsche ich euch allen ganz, ganz frohe Ostern, schönes Fest mit euren Freunden, Familie oder wie auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.